Die Entscheidung naht. Sondersitzung der Stadtvertretung Parchim zur geplanten Schweinemastanlage bei Dagelütz am Donnerstag. Eine Bürgerinitiative versucht, die Anlage für 15.000 Tiere mit allen Mitteln zu verhindern, denn sie befürchtet vielerlei Beeinträchtigungen. Leidende Tiere, Verschmutzung, Gülle, Schwertransporte. Die Auflagen der staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt wird der holländische Investor wohl erfüllen. Die Genehmigung für den Bau ist nur eine Frage der Zeit. Aber immer mehr Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter teilen die Meinung des Landwirtschaftsministers. Ja, wir haben eine generelle Diskussion in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, dass man bestimmte Tierhaltungsanlagen nicht will. Das nehme ich zur Kenntnis und ich betone nochmals und immer wieder, dass ich diese übergroßen, reinen, industriellen Tierhaltungsanlagen auch nicht will. Und wir fördern die auch nicht, sondern wir wollen eine bodengebundene Landwirtschaft, wo es die Verbindung zwischen dem Tierhalter, der Pflanze mit dem Boden und mit der Allgemeinheit gibt. Und insofern bin ich auch gespannt auf das Gutachten. Das wird es dann abzuwarten sein, was denn daraus wird. Doch nur weil sich die Zeiten geändert haben, kann nicht einfach ein 15 Jahre feststehender Bebauungsplan geändert werden. Der Investor drohte mit Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Für die Kreisstadt eine Katastrophe. Hoffnungen lastet nun auf Professor Dr. Carsten Simoneit, Anwalt aus Wismar. Er sollte prüfen, inwieweit die Stadt zahlen müsste. Sein Gutachten ergab: Dem Investor müssten wohl Aufwendungen, die er bereits getroffen hat, erstattet werden. In der Höhe von ungefähr 650.000 Euro. Ersatz der Grundstückswertminderung. Wenn man die Nutzung als Schweinemast plötzlich ändert, käme in Frage, müsste wahrscheinlich aber nicht ersetzt werden. Das Problem, sobald die Genehmigung der Stalo vorliegt, gilt all dies nicht mehr, denn dann wird der Investor nicht nur planen, sondern bauen. Angesichts des Gutachtens haben sich die Stadtvertreter nun entschieden, über den Bauungsplan soll neu abgestimmt werden. Ist nun wieder alles offen? Es war noch nie zu. Es ist das erste Mal, dass ein konkreter Schritt benannt wurde, ein konkreter Auftrag erteilt wurde und dann wird die Verwaltung ausführen. Ja, es ist erstens alles offen und zweitens glaube ich aber eher in Richtung Ablehnung des B-Planes. Der Trend, der heute in der Stadtvertreterversammlung zu erkennen war, zeigt, die Stadtvertreter wollen eine Veränderung schaffen und ich denke mal mit der Stadtvertreterversammlung am 7.5. werden sie das auch tun. Das ist zumindest unsere Hoffnung auch. Es gibt sogar eine Möglichkeit, dass die Stadt den Bau ablehnt und trotzdem keinen Schadensersatzanspruch fürchten muss. Nämlich dann, wenn das Land eingesteht, beim Raumentwicklungsplan Fehler begangen und Gebiete für Massentierhaltung falsch eingeplant zu haben. Rein formal könnte das Land auch in die Schadensersatzleistung kommen, hat natürlich aber letztendlich die Möglichkeit zu erklären, dass die Raumordnung die bisherige erstellte B-Planung nicht mehr anfasst. Also damit das Land raus ist, das ist jetzt eine Frage, wer kriegt jetzt den schwarzen Peter zugeschoben? Ich sage mal generell, man kann hier nicht von schwarzen Peter sprechen. Es ist ein Verfahren, das Verfahren ist nicht abgeschlossen. Und solange Verfahren nicht abgeschlossen sind, ist mit allem zu rechnen. Weil wir wissen heute und nach dieser Sitzung immer noch nicht, gibt es eine Schweinemastanlage in Dagelütz oder nicht. Bis zur nächsten Stadtvertretungssitzung am 7. Mai muss die Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage entwerfen, die den Bebauungsplan zu ändern vermag, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Die Finanzierung eventueller Schadensersatzforderungen soll in dieser Vorlage bereits eingeplant werden.